Hallo und herzlich willkommen bei Peter auf Zeitler Barbecue. Jetzt haben wir Herbst, Kürbiszeit. Da haben wir diesen Chichachuchi oder was weiß ich, wie das Ding heißt. So schaut er im Ganzen aus. Der Tim wird es mal googeln, ich hab's vergessen. Irgendwie Kürbis. Ja? Ist gut zu essen, Speisekürbis, sehr gut. Brauchen wir, schneiden wir Scheiben ab, höhen sie ein bisschen aus, füllen sie mit gemischtem Hackfleisch, das werden wir gleich würzen, mit Indian Summer, was der Hammer ist. Das wäre dann so tomatig, weil da ist echt viel Tomate drin, dass du gar nicht weißt, wo die Tomate eigentlich herkommt. Und dazu haben wir noch ein wenig Speck. Und dann werden wir so einen Taler machen und werden die wunderbar auf dem Grill grillen. Ja? Ein paar Spießchen haben wir noch, schaut her. Okay. Und so ein Aushöhlwerkzeug und einen Schäler und das Hackfleisch. Da werden wir jetzt mal mit Indian Summer mal rangehen. Ja? Ich brauche ungefähr 1,5 Esslöffel davon. Boah, das riecht schon so nach Tomate. Jetzt mischen wir das schön. Wir haben gemischtes Hackfleisch, weil es einfach nicht so trocken dann wird. Und diesen Kürbis, ich weiß auch nicht, so Kürbissuppen und so, das kann ich nicht mehr sehen. Ein bisschen Fleisch brauche ich immer ein wenig dabei. Ne? Ein wenig Fleisch muss heiß auch mehr in Franken. Da können wir ein wenig was Gesundes dazu nehmen, aber nur gesund ist auch nicht gut. Ne? Dann ziehen wir aus. Und jetzt schneiden wir unsere Scheibchen. Ungefähr so 2 cm. Und jetzt gehen wir einmal in die Mitte rein und fahren dann so außen rum. Nicht zu tief, sonst kommen wir durch. Oder wir können ja eins mal probieren. Wir machen mal eins komplett durch und schauen, was passiert. Ne? So soll es ungefähr ausschauen. In der Mitte noch ein wenig. Also ich bin aus Schweinfurt, aber ich mache keine Kugellaucher. Ne? Okay? Wenn ihr jetzt das denkt. Also den probieren wir einmal so. Oh, das Fleisch, schau mal, was für eine schöne Farbe das kriegt. Irgendwie scheiße alles, ne? Okay, den hüllen wir noch aus. Also, und das ist ja Gemüse, ne? Ich denke, da tue ich auch mal ein wenig Salz drauf, auf das Gemüse. Was sagt denn ihr? So gut kenne ich mich mit einem Ding auch nicht so aus. Ja, wir machen ein wenig Salz hin. Ich nehme die Hände, das geht am einfachsten, ne? Füllen wir die Teilchen. Da hinten kommt es durch, schau her. Einmal frei, das tun wir weg. Nicht in der Sonne lassen. Hände mal kurz reinigen. Dann brauchen wir unseren Speck. Wir machen das jetzt einfach mal hier auf dem Brett, würde ich sagen, legen den einmal aus. So, der würde ich fast machen, ja. Da gibt es natürlich die Bacon-Bomb-Bastler, die da ein richtiges Gitter zusammenbauen. Das ist mir zu viel, ne? Sag ich immer. Das brauchen wir nicht. Ich denke, das wird so reichen, ne? Da in der Mitte noch eins, ja, das habe ich fast vergessen. Na, guck. Das schlagen wir jetzt einmal so drüber, oder? Gut, schaut so. Jetzt haben wir sie alle eingepackt. Jetzt kommen sie aufs Ablagerost. Das habe ich schon abgebürstet. Einfach oben drauf. Und lassen das hier mal für 30 Minuten oben auf dem Ablagerost liegen. Okay? Ich melde mich dazwischen mal. Dann können wir es auch noch mal einpinseln mit ein bisschen Barbecue-Soße. Und
Ich hoffe, die werden geil. Bis gleich. 25 Minuten sind um. Schaut es euch an, so schauen sie aus. Da hauen wir jetzt ein wenig Barbecue-Sauce oben drauf, bindeln es ein wenig gleichmäßig ein. Und dann holen wir es in 3-4 Minuten runter. Das war schon. Herrlich. Deckel zu, Grill aus. Die restliche Energie reicht auf jeden Fall. 2 Minütchen, holen wir es runter. Bis gleich. 2 Minuten sind um. Jetzt holen wir die Kollegen runter. Knusprig waren sie ja, ne? Meins nehmen wir so mit. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die geworden sind. Ist das geil? Hä? Das schaut ja geil aus. Jetzt muss es nur noch geil schmecken. Und dann bin ich der Chef im Ring. Okay? Also das Zeug wird wahrscheinlich verdammt heiß, sagen wir. Das wird verdammt heiß sein. Weich ist er. Das schmeckt ja geil. Du merkst den Kürbis und plötzlich kommt die Tomate durch. Hast aber trotzdem einen Kürbis dabei mit wahnsinnig geilen Hackfleisch. Hammermäßig, den Bacon außenrum, die Soße, ein Träumle. Also echt super, super, super Geschmack. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer, wie heißen die Dinger wieder? Kürbisbeter. Er träumte. Bis dann.